In meiner Hand halte ich ein EDC-Tool, ein Everyday Carry-Tool oder auch ein kleines Ding, das du vielleicht in deinen Fluchtrucksack packen solltest. Das Ding habe ich da in der Hand, wenn du wissen willst, was das kann und warum ich glaube, dass du es brauchen kannst. Bleib dran! Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val d'Olabarté. Das ist es. Und wenn du sagst, na, so lange habe ich jetzt gewartet, damit du mir eine Zange zeigst. Gib mir ganz kurz. Diese Zange, eine Knipex Cobra, ich glaube, weil die ausschaut wie eine böse, beißende Cobra, habe ich übrigens billiger Eigenwerbung auf Amazon gekauft. Ich gebe da unten den Link, schau dir das ganz einfach an. Punkt dabei ist bei dieser Zange, dass das so eine, eigentlich so eine Rohrzange ist, die aber auch gut funktioniert. Das ist nicht irgendein Billigsdorfer China-Zeugs, wobei da steht sogar drauf, made in Germany, yeah. Nichts gegen China-Ware, aber manches ist einfach ein Klumpert, was man so kriegt. Aber die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut, lässt sich schön einstellen, hält auch die Position. Weil es ist nichts Schlimmeres, als wenn da die Zahnräder von vornherein schon, also diese Zahnung hier schon so, dass das überhaupt nicht hält. Also, wurscht. Auf jeden Fall. Warum? EDC und auch Backout. Hör zu. Man kann ein schweres Multitool mitnehmen. Swiss Tools oder Leathermans oder was auch immer, kannst du gern tun. Ich habe jetzt auch eins bei mir, ist alles schön. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt halt manchmal Situationen, da brauche ich ja Zange, aber habe halt zufälligerweise mein schweres Search oder mein Swiss Tool XL nicht mitgenommen, weil ich irgendwie mal gedacht habe, na, ist das schwer und so. Dann wäre doch so eine kleine Zange, die auch, einerseits, sie ist keine hundertprozentige Spitzzange, so Kamera scharf schalten, das tut sie nicht, also sie ist nicht hundertprozentig spitz, aber du kannst auch feine Arbeiten damit tun. Du kannst Druck ausüben, also das Ding hält auch wirklich was aus, ja. Und eine vollwertige Zange, und du kannst auch als Rohrzange benutzen, das ist so gar nicht der Punkt. Es gibt immer wieder mal Situationen, wo man eine Zange braucht, im EDC-Bereich oder auch, wenn es um Backout geht. Und ich bin ja, ich gebe da oben beim das Video zum, das habe ich vor 100.000 Jahren gemacht, also vor vielen Kilos gemacht, ja, ja, zum Thema Backout, eine meiner Meinung nach realistische Beschreibung von dem Ganzen, oben beim i-Klicken und auch unterhalb von dem Video, gebe ich da den Link zu dem Video am René Rossmann Kanal. Und wenn ich mir so anschaue, was aktuell in der aktuellen, beim aktuellen Ukraine-Krieg los ist, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Ich laufe in den Wald vielleicht für viele endlich klar wird, dass das keine gute Idee ist oder dass das nicht so einfach funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und daher, Everyday Carry, Backout, was auch immer, so eine kleine Zange kann mitunter wichtig sein. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele ukrainische Menschen hier zu uns kommen, wir haben auch bei uns in St. Pölten einige, die hier Unterschlupf gefunden haben bei Familien oder einfach nur auf Durchreise. Der Punkt dabei ist, die haben alle keine Zangen mit oder große Messer oder Sägen oder sowas, sondern sie sind einfach nur raus. Und jetzt kommt mein Punkt. Jetzt funktioniert das und die wenigsten werden da sowas haben und die brauchen das auch in Wahrheit nicht. Aber wenn man schon so ein Tool zusammenstellen will, wenn man ein bisschen einen Knall hat, so wie ich, ja, so als Everyday Carry, Backout, Go-Bag, was auch immer, und du sagst, ich glaube, dass ich eine Zange brauche, aber ich will den großen Leatherman nicht mitnehmen, weil man der einfach zu schwer ist, das Search zum Beispiel. Und es reicht mir eigentlich eine Zange. Dann kann diese kleine Knipex eine gute Lösung sein. Okay? Also noch einmal, ich sage nicht, dass man das braucht unbedingt, aber wenn du eine Zange haben willst, ist das eine gute Lösung. Ich habe die zum Beispiel in dieser Viperate, die ich auch schon einmal vorgestellt habe, oben beim i-Klicken, gebe ich da auch unten den Link, gibt es auf Amazon. Übrigens, ich werde von diesen ganzen Firmen nicht gesponsert. Leider, ich werde nicht gesponsert von ihr. Aber egal, nein, das ist passt doch. Auf jeden Fall, die finde ich super, die kann ich nämlich in meiner Jacke, da jetzt zum Beispiel eine Helikontex-Jacke, Level 7, glaube ich, das gebe ich da auch unten den Link, ja. Bei der ist es jetzt so, und ich ziehe raus und habe dann gleich meine Sachen an einer Stelle, das finde ich total super. Und da passt diese Knipex bei diesem Teil hier auch rein. Da gibt es auch andere Taschen, die sind ein bisschen anders aufgebaut. Da sind jetzt vier so Stifthalter, da geht es natürlich nicht rein. Da wär's hier in dem, da fehlt das dann vielleicht raus. Also das ist so der Punkt. Aber Knipex, eine coole Sache. Habe sie zum Beispiel auch in der Jacke. Hier jetzt, bei dieser Jacke gibt es, wenn ich es schaffe, hier, denn da innen drinnen ist so ein, innen drinnen, ja, das ist so eine typische reine Aussage. Das sind so kleine Organisationsfächer und da kann ich die ja auch mit reinbauen. Also auch das ist eine Möglichkeit, wenn dir das gefallen tut, mag, so wie es uns überhaupt. Aber jetzt habe ich es geschafft. Also, schreib mir einen Kommentar, was du von dieser Knipex hältst, was da deine Meinung dazu ist und so wie es uns überhaupt. Und da ich billigste Eigenwerbung total genial finde,
zeige natürlich auch das reine Rostbahnmesser, den Irbis, ein wunderschönes Fahrtenmesser, gebe ich da auch unten den Link dazu. Schau, ob es die aktuell lieferbar gibt, momentan. Jetzt gerade zu dem Zeitpunkt haben wir welche, aber die gehen teilweise weg wie warmen Semmeln und es ist momentan schwierig, Ware zu bekommen. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn du meine Arbeit unterstützen willst oder sowieso und überhaupt. Daumen nach oben, dann nach unten, wenn du wieder magst. Es bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, wünsche dir einen schönen und hoffentlich brauchen wir das Zeug nie, aber prepare the umbrella before it rains, also besorgt den Regenschirm, bevor es zu regnen anfängt. Finde ich halt. Bis dann und ciao.